Grüß Gott, meine Freunde, Brandy ist hier. Willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ne, Spaß, Leute, willkommen. Lang ist's her, gestern erst, dass ich das letzte Mal gezockt habe, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Von daher war es doch nicht so lange her. Ich hoffe, bei euch ist alles fit. Wir haben ein bisschen gelevelt in den letzten Parts, wie ihr sehen könnt, 7. Ich würde eigentlich gerne Ich würde eigentlich am liebsten weiter leveln. Aber ich glaube, das wird nicht so gut sein, wenn ich das tue. Denn dann wird es 4 oder 5 Parts lang nur Levelei geben. Aber die Pflicht ruft, meine Friends. Also lieber leveln und bereit sein für die nächsten Parts und Kämpfe, als wir nicht leveln und elendig untergehen. Das wird natürlich eine Option, die wollen wir nicht haben, denke ich mal alle. Erstmal kurz einen tiefen Schluck nehmen. Steiner. Beinahe im Trance-Zustand, oder was? Ja, mach deine Magie, Vivi, komm. Messerstich, Patz! Oh, Vivi. Zeig mal, über 150 will ich sehen. Über 150. 160, ganz Zucker. Ja, wenn wir diese Folge eigentlich auch wieder Training machen, können wir eigentlich gleich Bestientöter-Regel lernen. Okay, dann können wir ihm gleich eine neue Waffe sogar geben. Wenn er das wirklich gelernt hat, das müssten wir kurz nachschauen. Das hier wird ein langer Part. Keine Sorge, dafür werde ich sorgen. Er hat tatsächlich das gelernt, das heißt, er kann jetzt die neue Sache anziehen. Latex-Helm. Was mache ich hier? Was lerne ich hier? Lerne ich auch die Kraftklinge. Machen wir das mal so. Dann lernt er das nämlich doppelt so schnell. Und dann müssen wir uns nicht immer so lange auf einen Teil rumschlagen. Ne? Also ihr wisst Bescheid. Das ist der einzige Grund, wieso. Okay, Zidane hat alles gelernt. Vivi hat auch alles gelernt, was wir, wie wir hier sehen können. Alles klar. Abilities von Steiner müssen wir noch einmal kurz anlegen. Eine müsste sein. Irgendwie nicht, aber irgendwie ist es da gerade nicht so. Wir müssten mal kurz gucken, und zwar active. Ja, wieso kann ich die nicht? Achso. Ja, dann werden wir uns jetzt mal ranmachen, seine Abilities zu stabilisieren. Wir werden heute, glaube ich, eine halbe Stunde mal ein paar machen. Einfach so. So lange aufnehmen, bis dass wir Level 10 erreicht haben. Danach hoffe ich darauf, dass wir noch etwas Zeit haben werden, ein bisschen weiter zu spielen, weil ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich das denn schaffe. Ich probiere gleich mal die Kraftklinge dann aus, nachdem er geklaut hat. Na, Augentropfen hier. Gott sei Dank keinen Sporn. Ja. Richtig tight. Tight. Ihr versteht, was ich meine. So, jetzt schauen wir uns das erste Mal die Kraftklinge an. Nützt ganze Null. Oh ja. Finde ich jetzt süß, was er da gerade macht. Das war nicht schlecht. 0 für 6 Magiepunkte. Kann man mal machen, kann man mal machen. Wir müssen uns mal die Fähigkeit durchlesen von der Kraftklinge, bevor wir da groß nochmal was machen werden.
welches Thema habe ich denn für heute vorbereitet? Muss ich mal auf meinen Zettel schauen? Ah ja, das Thema Schule und ich. Wie ihr wisst, gehe ich zurzeit auf die FOS, hole mein Abitur nach. Es wird vielleicht nicht viele von euch interessieren, wieso ich es nachhole und wie es dazu kommt. Aber für die wenigen von euch, die es interessiert, ich werde es euch erzählen nach dem nächsten Schluck O-Saft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Müsste ich mal überlegen. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich habe angefangen. Also ich bin damals in die Grundschule gekommen, da war ich 6. Normal eigentlich. Manche gehen mit 5. Ich war halt mit 6, finde ich. Also viele meiner Freunde auch. Und ich denke mal, dass es so ein ganz normales Alter ist, wo man in die Schule geht. Und ja, da war ich ganz gut in der Schule. Ja, 1er und 2er halt gehabt. Gymnasium danach, also nach der 4. Klasse gekommen. War auch mein Ziel, Abitur und dann halt irgendwann mal Studium und so. Also ganz normal halt, wie ein normaler Junge halt so ist, ne? Wenn er ein Ziel hat. So, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Oh, dann hat mich erstmal dann hat mich erstmal das Leben eingeholt. Weil dann hat es mich erstmal voll auf den Boden gezogen. Nur weil ich in der Grundschule 1er und 2er hatte, hieß es nicht, dass es auf dem Gymnasium so weitergehen wird. Und das war mir nicht so ganz bewusst. Und dann, wie gesagt, voll auf die Schnauze gefallen. Angefangen hat es, glaube ich, meine allererste Note auf dem Gymnasium, die weiß ich sogar noch. Das liegt daran, dass das damals mein Geburtstag war, wo wir die englische Schulaufgabe zurückbekommen haben. Ja, Schulaufgabe, ne? Die zählt ja doppelt. Das ist schon ein Hammer. Also Schulaufgabe, die doppelt zählt und ich krieg meine erste Note. Wollt ihr wissen, was sie war? Nee, ich sag's euch trotzdem. Das war eine dezente 5-. Obwohl ich gelernt hatte. Ich war einfach eine komplette Flasche damals in Englisch. Hat sich heute Gott sei Dank geändert, dass ich im Punktebereich zweistellig mittlerweile bin. Also. Aber schon hart, ne? Also Geburtstag und dann erstmal schön direkt eine 5- zu bekommen. Hat mir nicht so ganz gefallen. Natürlich dann noch Rotz und Wasser geweint und so. Und damals war ich so, ich habe einige Fehler gemacht auch. Beispielsweise, ich habe die Noten versteckt. Ich hatte Schiss vor meinen Eltern, dass sie irgendwie sauer sind, weil ich ja immer nur 1er und 2er hatte. Und, das kann ich nicht meinen Eltern jetzt zeigen und so. Und halt die Noten versteckt, ne? Immer gesagt, ja, ich krieg's später. Trance von Steiner. Jetzt geht's hier deppert los. Zack. Oh, Augenklappen. Unten. Jetzt greif mal an. Mal sehen, was er für ein Damage macht, bevor ich gleich weiterrede. 804. Ja. Die ist ja voll von Müll gewesen gerade, die Trance, also muss man schon sagen. Nee, jedenfalls, wo war ich denn stehen geblieben? Genau, und dann habe ich halt immer gesagt, ja, die Noten, ich krieg sie am nächsten Tag, die Ex. Und Schulaufgabe sowieso immer versucht, immer wenn Ferien waren, dazwischen Ferien auszunutzen zum Zocken und so, anstatt einfach mal sich hinzusetzen und zu lernen. Und dann ist halt was passiert, was richtig brutal ist, ne? Ich bin halt auf die schiefe Bahn gekommen, was die Noten angeht. Ich habe mir halt gedacht, mein Gott, scheiß drauf, 4er und so, ganz normal. Haben andere auch, besser wird's eh nicht mehr, auch wenn ich lerne. Und das war der größte Fehler, den ich gemacht habe damals. Das darf ich nicht denken. Also, jeder hat irgendwie eine Chance, sich zu verbessern, egal wo man steht, egal welche Lücken man hat. Man muss es nur wollen und die Lücken kann man dann auch aufholen. Aber ich war nicht so motiviert damals. Ich habe mir gedacht, scheiße, eh schon 5er, kann nicht mehr besser werden, deswegen muss ich auch nicht lernen. Ganz fataler Fehler von mir. Will ich auch jedem jetzt abraten davon, da irgendwie so zu denken. Das ist ganz mies, ganz, ganz, ganz mies. Also das
funktioniert absolut überhaupt nicht. Nicht lernen und dann meinen Erfolg zu haben. Und also überhaupt durchzukommen. Bei mir war es dann aber so, ich bin eigentlich nie durchgefallen. Nicht ein einziges Mal in meinem Leben. Irgendwie habe ich mich immer durchgeschlängelt ohne lernen. Ist zwar nicht schlimm, also nicht schlecht, dass ich das geschafft habe, aber ist jetzt auch nicht etwas, wo ich sagen kann, ist was Tolles, ne? Also, hier habe ich ganz toll gemacht, ohne lernen hier durchzukommen, überall. Klar ist es schön, dass man nicht durchgefallen ist, aber ist halt auch nicht toll, weil ich halt riesige Lücken aufgebaut hatte. Und ich war halt auf dem Gymnasium bis zur Anfang 9. Klasse. 8. Klasse habe ich noch fertig gemacht. Und zur 9. Klasse bin ich dann noch... Also ich war anfangs in der 9. Klasse noch da. In der 9. Klasse wurde ich dann von der Schule genommen, von meinen Eltern. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Seitdem ich 11 bin... wissen manche von euch, habe ich Tennis angefangen zu spielen und es war aber nicht so auf dem breiten Sportniveau wie andere, sondern das war mehr so ambitioniert aufs Professionelle, also ich wollte halt Profi werden. Klingt blöd, ist aber so. Und aufgrund dessen, dass es sich so weit ausgebildet hat, dass ich halt, wie soll ich sagen, klingt halt echt blöd, aber ich war halt bis zum 15. Lebensjahr war das ungefähr, 16. fast schon, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, 15. war es genau, weil es jetzt schon ist schon 4 Jahre her jetzt, war ich halt noch in der Schule und dann wollte ich halt unbedingt nur noch Tennis spielen. Versuchen Profi zu werden. Auch richtig beschissen von mir, dass ich sowas gemacht habe. Aber man lernt nur durch seine Fehler, sage ich immer. Von daher sehe ich das heute nicht ganz so eng. Und bin eigentlich recht froh, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Weil sonst würde es mich nicht in der Art geben, wie ich heute da bin, da stehe und bin von der Person her. Und das muss ich sagen, fände ich schade. Aber nochmal, um zurückzukommen aufs Relevante. Ich wollte Profi werden. Ich habe auch zahlreiche Turniere gespielt. Ich war auch im Ausland unterwegs. Also ich war auch in Ranglisten vertreten und so. Aber jetzt nie sensationell hoch, dass es irgendwie für irgendwas gereicht hätte. Ein bisschen Geld habe ich schon gemacht, aber nicht viel. Es war nicht mal ein Monatslohn von irgendwas. Und, irgendwas war es, aber es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und zum krönenden Abschluss bin ich dann, habe ich mich verletzt, extrem schwer an der Schulter. Und war halt über ein Jahr ausgefallen dann auch noch. Und dann war eigentlich schon alles klar, das war dann vorbei. So, jetzt kann ich nochmal zurück zur Schule. In der Zwischenzeit war ich halt auf der ILS Fernschule Hamburg am Abiturlehrgang angemeldet. Ja, toll. Ist ja klar, der 15-Jährige besitzt die Disziplin, das zu meistern, ne? Also der lernt auch jeden Abend fleißig und so und Pustekuchen, so sieht's aus. Überhaupt nicht wahr. Also ich war sowas von überhaupt nicht am Lernen, muss man leider sagen. Richtig schade. Aber so ist es nun mal mit 15, 16, 17-jährigen Leuten. Die denken sich halt, geil, keine Schule. Außer ein paar Ausnahmen. Da kenne ich ein paar Leute, die haben sich natürlich gefreut, wie wenn sie in der Schule waren. Und denen hat es auch Spaß gemacht. Aber der größte Teil der Jugend in unserem Alter damals, der dachte sich, geil, ist hier keine Schule und so. Ihr wisst Bescheid, ne? Ist auch ganz toll, wirklich. Also... Jedenfalls läuft es da so ab, man bekommt seine Hefte nach Hause geschickt, man muss nicht mehr in die Schule, ist die eine Sache, ist der Vorteil, aber wie so vieles im Leben hat es auch seine Nachteile und zwar, ich sag's jetzt einfach mal so wie es ist, wir haben
keinerlei Lehrer oder Hilfe gehabt. Das bedeutet Mathematik, Funktionen. Ja. Hm? Komplett alleine lernen. Wirklich komplett. Also da war nichts mit Lehrer oder so. Die einzige Hilfe, die ich hatte, war einmal dienstags in der Woche abends ein Mathelehrer, der online gekommen ist, dem ich meine Fragen stellen konnte. Und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Und das fand ich schon extrem schade. Richtig beschissen auch, muss man sagen. Da, naja, ich weiß nicht, schwer sich selber was beizubringen, wenn man eh schon keinen Bock hat auf Schule. Und so hat sich dann fortgesetzt, ne? Also ich hatte ja schon überall Lücken und die Lücken haben sich halt dann ausgeweitet in Stoff. Und anstatt diese zu füllen, habe ich halt nichts gemacht. Also ich war halt toll und habe halt nichts gemacht. Und ja, das hat mich letztendlich dann auch meine Zeit gekostet. Die ist halt wirklich flöten gegangen. Ich habe ja nicht mal aufgenommen damals, wie so wie jetzt, dass es wenigstens Sinn gemacht hätte, dass ich so 27 Terabyte voll mit Videos hätte und die nächsten 5 Jahre schon vorplanen könnte oder so. Und mich halt jetzt voll reinhängen könnte in alles andere. Nee, habe ich nicht gemacht, natürlich. Was denn auch sonst? Darf ja nicht hilfreich sein, ne? Also, ja, nicht helfen, ne? Also, man soll es ja nicht übertreiben. Und, ja, dementsprechend war es dann halt auch so. Bis zum meinem 17. Lebensjahr, kurz vor dem 18. Also gut vor einem Jahr, war das dann so, war das dann so, dass ich, langsam angefangen hatte zu lernen und mich so ein bisschen auf Abschlussprüfungsniveau zu begeben, versuchte auch meine Schwächen einzusehen und wieder die Lücken zu füllen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das recht schwer bei jemandem, der drei Jahre zu dem Zeitpunkt nicht in der Schule war. Und dann nochmal irgendwie nachholen. Extrem schwer. Aber ich hatte viel Nachhilfe. Und ich hatte auch das Glück, dass ich eine Freundin habe, die mir dabei geholfen hat. Muss ich sagen, sonst weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Also definitiv nicht auf der Voss, um mein Abitur nachzuholen, sondern vielleicht in irgendeiner Ausbildung und irgendwie, ich weiß auch nicht wo. Und eine Ausbildung, die mir wahrscheinlich gar nicht Spaß gemacht hätte, weil mein mittlerer Reifeschnitt so scheiße gewesen ist. Ja, um da nochmal jetzt darauf zurückzukommen. Ich war ja eine Zeit lang verletzt, ich komme jetzt zurück zum Bereich Tennis. Und mit 17 hatte ich den 17, wo ich 17 geworden bin, habe ich mir gesagt, so, ich will es nochmal probieren, ich will es nochmal wissen. Hab dann nochmal ungefähr ein Dreiviertel des Jahres hart trainiert und viel gemacht, aber das war es einfach nicht. Also ich habe auch wieder Turniere gespielt, stand auch ganz gut so ranglistenmäßig wieder, aber ich kann es euch nicht erklären, Leute, es ist so, das war es irgendwie nicht so, also es war jetzt einfach nicht das Wahre. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, was diese Kraftklinge so an sich hat. Ein einfaches Eisenschwert. Aha. Ah. Einzelvisier. Maximale HP minus aktuelle AP ist gleich Schadensgröße. Ach so ist das. Ah, kein Wunder, dass wir da 0 genutzt haben, weil maximal minus aktuell war ja gleich 0. Ah, nee. Ja,
Und ich wollte es ja nochmal wissen, habe auch hart trainiert, wie gesagt, 6-mal die Woche, einen Tag frei. Und ja, bin auch noch auf ein paar Turniere auswärts gegangen, außerhalb Deutschlands. Ganz gute Ergebnisse eingefahren, aber ich habe halt eingesehen, das war's halt. Also aus mir wird nicht mehr. Professionell, das kann ich auf den Nagel hängen. Und so war das dann bei mir einfach. Und dann habe ich mich halt voll auf die Schule konzentriert, weil ich war 18, kurz vor 18, immer noch keinen Abschluss und sieht halt nicht so toll aus, wenn der Boy einfach keinen Abschluss hat, und deswegen Fokus auf die Schule gesetzt. Wirklich hart gearbeitet dafür, um nochmal zurückzukommen, irgendwie einen Schritt ins Leben zu finden. Wirklich echt hart gelernt, auch viel gelernt. Auch an dieser Stelle vielen Dank an die Jungs von SSG, die haben mir eine Menge, also geholfen auch bei meinem Zeugs. Ich weiß es nicht, also es war eine harte Zeit auf jeden Fall, da wieder reinzufinden in das Zeug. Aber die Abschlussprüfungen haben gezeigt, dass wer will, der schafft es auch. Also in der Schule gut zu sein, das ist jetzt keine Kunst, das ist halt harte Arbeit. Aber alles nur keine Kunst, das habe ich gemerkt. Und zwar, bestes Beispiel ist einfach Mathematik, das kann ich einfach als Beispiel nennen. Damals in der Schule war ich in Mathe, also absolut mies, wirklich absolut mies, so im Bereich 4, 5, einmal im Zeugnis eine 3 gehabt, wirklich einmal in meinem Leben im Zeugnis eine 3 gehabt, aber ansonsten, das sah ganz schön düster aus, weil ich halt auch, wie gesagt, meine Zeit meistens am liebsten mit Zocken verbracht habe, anstatt einfach mal den Stuhl anzuheizen und zu lernen. Und ja, einfach ein Appell an euch Leute, die ja in der Schule sind, an kleinen Leuten, so läuft das Leben nicht, also so läuft es einfach nicht. Wer was haben will, der muss dafür arbeiten, geschenkt bekommen wir nichts, vor allem nicht die Schule, die gibt es nicht zum Nulltarif, würde meine Lehrerin jetzt sagen im BWR, hat sie aber auch recht. Ja, und jetzt sind wir halt so im Bereich von heute. Meine Abschlussprüfung habe ich dieses Jahr noch gemacht, kaum zu glauben, aber es ist so. Ich bin heute 19 Jahre alt, hatte vor kurzem Geburtstag und habe einen Riesenschritt in Richtung Leben gemacht. Bin stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Es war nicht leicht und ich habe aber ein Hammer Abschlussergebnis hingelegt, finde ich. Also absolut über meinen Erwartungen. Und zwar waren meine Erwartungen im Bereich, ja, so einen guten Zweierabschluss, aber letztendlich ist es 1,6 geworden. 1 in Mathe sogar gemacht, Leute. 1 in Mathe, sage ich einfach, weil das damals mein schlechtestes Fach war. Heute ist es mein bestes Fach. So schnell kann es gehen. Es liegt einfach nur daran, wie sehr jemand will und wie viel jemand für irgendwas arbeiten wird. Daran liegt es und an nichts anderem. Also, wer behauptet, der hat kein Talent für Mathe, Mathe ist kein Talent. Mathe muss man nicht mal verstehen. Mathe muss man einfach nur machen. Und das kommt einfach auch mit der Zeit, die Routine. Teilweise verstehe ich Sachen, habe ich damals auch schon nicht verstanden, aber ich habe sie trotzdem geübt und gemacht. Und es hat funktioniert, das ist schon damals in der Schule. Und gut, heute verstehe ich die Sachen jetzt nicht so schwer, irgendwie quadratische Funktion an der mittleren Reife oder so, es ist jetzt nicht die Welt, aber damals hat man es halt nicht verstanden, aber jetzt halt schon. Und das ist das Wichtige, dass man immer am Ball bleibt, immer dabei ist, dass man sich ja nicht irgendwie mal hier einfach mal schön Eier schaukeln oder so, das funktioniert so nicht, da wird man sofort auf die Fresse fliegen. Und
ja, das war so mein schulischer Werdegang. Aktuell stehe ich recht stabil in der Schule. 15 Punkte BWR bislang. Sauber eigentlich. Idealer geht's nicht. Eingestiegen in die ins Fach, was ich noch nie hatte, mit der größten, wo ich die größten Schiss hatte. 15 Punkte, bin ich echt stolz drauf. Kein Stress auch. Rechtslehre 12 Punkte, auch ganz gut. Also solange es halt zweistellig ist, denke ich mir, ist alles super. Ja, was haben wir denn noch? Zweistellig. Aktuell habe ich auch noch nicht so viele Noten aufgrund meiner schulischen Praktikas. Naja, wie dem auch sei. Nicht schon wieder Pollenstaub. Der macht ja jedes Mal, wenn ich den sehe, nur Pollenstaub, Mann. Mann, ey. Mama, hier müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Ich glaube, ich beende jetzt auch bald den Part und hör auf mit dem Leveln bei Level 9. Das reicht mir dann, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Knapp 200 XPs. Ja, machen wir Level 9 noch und dann machen wir ein bisschen Story weiter. Ich muss heute Abend, wann muss ich nochmal los? Verdammt, ich hab's nicht mehr im Kopf. Entschuldigung. 10 vor 8 muss ich die S-Bahn nehmen. Damit ich um 8:30 da bin. Genau, so war das. Und nicht anders. Nee, Portion brauchen wir jetzt nicht. Die haben wir jetzt einiges auch noch gesammelt an Potions. Also krass. Jill werden wir jetzt auch einiges haben. Ich glaube fast 10.000 haben wir. Was nicht gerade wenig ist, muss man sagen. Ja, also wie gesagt. In dem Bereich Schule bin ich stabil. Ich wollte es euch einfach nur mal erzählt haben, so damit ihr ein bisschen mehr zu mir bekommt. Also erfahrt. Mich als Person, weil die mich oft ansehen, die schauen mir zwar zu, aber wissen eigentlich überhaupt nichts über mich und das möchte ich einfach ändern. Einfach ein bisschen was von mir erzählt haben, ein bisschen immer wieder mal was von mir erzählen, ein bisschen was von mir berichten, Aktuelles von mir immer preisgeben und ja, sonst kann ich eigentlich auch kaum mehr tun, außer halt auf Fragen eingehen von euch. Der Kanal hat eh einen kleinen Abonnentenschub erhalten in den letzten 4 Wochen, also im letzten Monat. Da sind wir ja von 44 auf 68 gestiegen. Haben uns quasi um die Hälfte verbessert nochmal. Ein bisschen mehr sogar. Finde ich echt top. Ich hoffe, das läuft so weiter, dass wir ein bisschen hier nochmal Reichweite gewinnen. Würde mich echt riesig freuen. Mir macht es auch Spaß, wenn keiner die Videos anschaut. Ganz ehrlich, ich spiele auch gerne einfach und quatsch einfach. Aber es ist halt toll, wenn ich Leute damit erreichen kann und die damit auch ein bisschen entertainen kann. Und ich hoffe, ich quatsch auch mittlerweile genug während des Spielens. Und das ist nicht so, dass ich Pausen mache beim Quatschen. Also ab und zu natürlich irgendwie, um was zu trinken oder Luft zu schnappen oder den hier zu machen. Ja, der war nicht clever. Muss gleich nochmal, ich arbeite echt an mir, dass ich da ständig irgendwas von mir gebe, muss ich ehrlich sagen, weil ich gucke mir ja viele andere Let's Player an und zum Beispiel die Großen auch, die sind ja echt, also es ist schon teilweise beeindruckend, wie die da einfach die Leute unterhalten und die schauen meistens gar nicht mal so die Videos an, sondern die machen einfach, also die machen einfach. Und alle drei hat er diesmal erwischt. Hurensohn, echt. Entschuldigung. Das muss ich echt mal lernen, diese Wörter rauszulassen. Ja, also es ist schon sensationell, muss man schon sagen, wie diese Leute unterhalten. Was ich allerdings nicht verstehe, woher das kommt. Ob das jetzt daran liegt, dass Gronkh schon über 4000 Videos hat oder so. Nee, das war Pizmeet, scheiße. ich weiß es nicht, ich kann mir das echt nicht vorstellen, weil natürlich
bedarf es einer gewissen Routine und Zeit, bis man mal irgendwie anfängt, aus sich rauszukommen beim Spielen und einfach mal zu quatschen. Aber ich denke mal, das ist schon, da gehört auch noch ein kleines bisschen so Potenzial dazu. Also ich meine, dass man einfach quatscht, so wie ich, das ist eine Sache, ne? Aber die quatschen ja teilweise echt sinnvolles Zeugs zusammen, ne? Kommt mir so vor, irgendwie, als ob die vor der Aufnahme sich irgendwie schön mal ein Buch gekauft haben und erstmal schön im Buch rumgeblättert haben. Also hier, was kann er denn in der Folge jetzt mal sagen? So ungefähr kommt mir das vor. Und dann wird halt in der Folge drüber gequatscht, so ungefähr. Und bei den Leuten kommt das ja sensationell an. Also ich finde das ja auch toll, das ist es ja ehrlich. Das ist ja das genau, warum ich da so beeindruckt bin und wieso ich das auch versuche selber zu machen, weil ich einfach auch eine Person bin, die gerne quatscht, so einfach gerne quatscht. Also ich bin echt wirklich, also wenn ich mal angefangen habe zu quatschen, dann kriegt man bei mir kaum den Mund tot, aber ich krieg das echt noch nicht so gebacken wie die anderen und ich finde das einfach toll, wie die anderen das machen und ja, ich wiederhole mich jetzt langsam. Nee, Spaß. Nee, also es ist echt sensationell, diese Community auch, muss man sagen. Ich bin ja aktiv, also was heißt aktiv? Ich lese viel im Let's Player Forum, so viel poste ich jetzt nicht da, also weil ich erstens mal wenig Zeit habe und zweitens mal bin ich auch nicht so der Typ, der irgendwelche Kommentare posten will und weiß ich nicht. Also ich fühle mich da eher so, als ob ich jemanden stören würde, als wie wenn ich irgendwen helfen würde und das will ich dann natürlich auch nicht. Also ich will ja niemanden stören, ich will eigentlich helfen und das ist meine Aufgabe und das will ich auch durchziehen und das wird dann auch soweit sein, dass ich irgendwann mal, wenn ich mal mehr Zeit habe, werde ich auch definitiv mehr Arbeit in YouTube stecken und nicht so wie jetzt einfach zur Zeit einfach nur Videos machen und die hochladen, Thumbnails drauf, Beschreibungen und so. Also das will ich nicht machen. Ich möchte irgendwann mal wirklich ernsthaft und viel Zeit auch da reinstecken, weil ich finde, das ist eine Sache, die aus der kann man echt viel machen und aus der kann sich echt viel entwickeln. Und ich sag, wenn sich jemand wirklich Zeit und auch wirklich Zeit nimmt und auch wirklich motiviert ist dafür, das funktioniert dann schon. Vom Management auch her und das kommt dann auch besser rüber bei den Leuten, weil die dann auch meinen, der macht das echt gerne und alles und das ist einfach mal mein Ziel für später. Irgendwie, wenn ich mal mein Abitur habe, ein Studium fängt an, dann hat man ja eben ein bisschen mehr Zeit und vielleicht dann kann man ja anfangen mit Let's Plays und 3 Videos am Tag oder so. Aktuell sind es ja 2, was eigentlich auch schon extrem viel ist für meine Verhältnisse und meine Bambusleitung. Und ja, also da muss man noch, da ist noch einiges an Potenzial nach oben und das wird auf jeden Fall noch sich steigern. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem bislang auf meinem Kanal und ihr bleibt auch auf meinem Kanal drauf. Ja, so langsam erreichen wir auch schon die Level 9er Marke. Ich glaube noch so 6-7 Kämpfe müssten es sein, wo wir noch ein bisschen was zerlegen oder zermürben müssen. Ich hoffe nur, dass die 3 ihre Trolls nicht erreichen. Das wäre ziemlich schade, muss man sagen. Da haben wir ja, die Trolls, die kann man eigentlich für die anderen Kämpfe gut gebrauchen. Und dass die hierfür verschwendet wird, das wäre echt, also madig, kann man eigentlich schon fast sagen. Und das will ich jetzt dann auch nicht, also das wäre mir ehrlich gesagt dann doch zu blöd. Und ja, wie es weitergeht mit dem Spiel, ich weiß nicht, ob ich es euch verraten soll. Ich denke mal, ihr könnt es euch denken. Sobald wir hier fertig sind im Training, geht es halt da weiter, wo der Brunnen ist, nach rechts. Und wir sind dann auf dem Weg, Prinzessin Garnet zu retten, was ja auch irgendwo auf Logik trifft. Und
Nachdem wir Prinzessin Garnet gerettet haben, spoilere ich jetzt nichts, was irgendwie total euren Erwartungen widerspricht, werden wir natürlich versuchen, diesen Wald zu verlassen. Und das sind so die nächsten Schritte für die nächsten, ja, zwei Parts, schätze ich mal. Vielleicht doch einer, kommt ganz drauf an, ich weiß es nicht mehr so genau, wie schnell das einfach vonstatten ging. Kann natürlich auch sein, dass im nächsten Part sind wir schon ganz woanders, auf der Weltkarte oder so schon. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Jedenfalls das zum Plan in FF9. Gruppe habe ich mir immer noch nicht überlegt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe ja mal gemeint, ich würde es mir überlegen bis zum nächsten Mal. Ich habe es immer noch nicht gepackt. Also ich weiß nicht, wen ich mir in die Gruppe nehmen will oder soll. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wen oder was ich in die Gruppe nehmen soll. Das kann ich auch nicht so pauschal sagen, da ich weiß es einfach nicht. Das wäre einfach, ja. Oh Mann. Oh, was ich gerade lese. Trainerlehrgang in den Osterferien. Aha. Ich bekomme gerade eine E-Mail von meiner Freundin. Ja, von meiner Freundin, habt ihr richtig gehört. Die schickt mir gerade ein Bild in WhatsApp. 13.04. bis 18.04. Trainerlehrgang 2. Oh, wie lustig ist das denn? Ein Trainerlehrgang, also ich mache auch zurzeit, also nicht nur zurzeit, sondern letztes Jahr habe ich meinen Trainerlehrgang Part 1 gemacht. Das ist der C-Trainer-Assistent gewesen. Und jetzt machen wir dann halt nächstes Jahr, haben wir uns gerade so, wie ich euch erzählt habe, den zweiten Lehrgang gesucht. Es gibt insgesamt 3. Bevor man den offiziellen kompletten C-Trainer besitzt. Im Tennis gibt es den CBA-Trainer. C-Trainer Breitensport oder C-Trainer Leistungssport, B-Trainer Breitensport oder B-Trainer Leistungssport. Der A-Trainer ist sowieso nur Leistungssport, von daher Wayne Rooney. Ich will einfach mal den C-Trainer gemacht haben, dass ich auch immer Stunden geben kann und dass ich auch einen Titel habe und dass, wenn es irgendwie mal mit meinem aktuellen Nebenjob nicht so hinhaut, dass ich dann einfach mal Stunden geben kann. Einfach so. Weil ich gebe echt gerne Stunden, ich mache das echt gerne, Menschenkontakt und so. Ich bin auch ich rede auch gerne und ich vermittle auch gerne diesen Sport, weil ich finde den Sport einfach toll. Und ich sage einfach, diesen Sport, den muss man lieben, um ihn zu beherrschen. Um sich zu verbessern, muss man wirklich besser werden wollen. Und das schaffen viele nicht. Leider. Das schaffen viele wirklich nicht. Und das finde ich wirklich schade. Ja, es ist halt, aber wie gesagt, ich habe viele Antitalente gehabt bis jetzt, wo ich mal Stunden gegeben habe, aber ich habe auch welche gehabt, die waren echt, also die haben sich den Arsch aufgerissen für jeden Ball zum Erlaufen und die wollten halt auch unbedingt spielen und denen war es nach 6 Stunden Tenniscamp, wo ich selber schon fertig war mit der Welt eigentlich, wo ich nur Trainer war, die wollten noch mehr machen, also bei denen, das war dann so, die waren echt nicht mehr zu bremsen und das sind dann auch Leute, die verbessern sich einfach, ne? Also den merkt man dann auch an, ah, okay, ja, der macht das jetzt so und gestern war das so, da seine Schwachstellen, heute hat er sich deutlich verbessert, bei Kindern vor allem ist das auch so. Die werden ja, mit jedem Tag sieht man ja die Fortschritte bei denen, das ist Wahnsinn. Und da ich viel mit Kindern zusammenarbeite und zusammenarbeiten muss, da ich ja gezwungen bin durch mein C-Trainer-Assistenten-Prinzip,
Und weil ich halt eben auch keine anderen zugeteilt bekomme, finde ich das umso erstaunlicher, wenn man die Entwicklung von Kindern sieht im Tennis oder im generellen Sportbereich, im motorischen oder so. Das finde ich schon echt absolut toll. Und das ist das, was mich so motiviert am Trainerdasein, weil ich einfach sage, ein Trainer, der besitzt einfach die Möglichkeit und die Fähigkeit, gut, manche besitzen sie nicht, aber viele Trainer besitzen die Fähigkeit, den Kindern Tennis so zu vermitteln, dass sie etwas daraus gewinnen können, dass sie lernen, etwas daraus, dass die lernen, etwas aus ihrem Leben, also für das Leben daraus mitzuziehen. Und das macht, also das ist für mich so das, was es so toll macht, den Trainer. Und wir müssen jetzt zwei Kämpfe machen, weil dieses eine motherfucking Viech gekommen ist, finde ich echt, also unfair. Ja, also es war jetzt eine halbe Stunde Part, ein bisschen mehr, vielleicht sogar 40 Minuten. Ich habe jetzt nicht mehr auf den Timer geguckt. Ich glaube, es waren 40 Minuten. Ich hoffe, es gefällt euch soweit mit mir im Bereich der Möglichkeiten, wie ich sie euch bieten kann. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Ich würde mich über ein Abo von anderen, von euren Freunden oder sonst wen freuen, über Teilen meiner Videos. Ich würde mich echt über solche Sachen freuen. Und ein EP brauchen wir jetzt noch. Wisst ihr das eigentlich? Das ist echt brutal, aber es ist echt die Wahrheit. Ein EP brauchen zwei Leute von uns noch, um Level 9 zu erreichen. Schon hart, aber ist halt leider so. Ja, also ich würde einfach mal sagen, in dem Sinne machen wir jetzt den letzten Kampf und danach gehe ich nochmal meine Mana und so regenerieren und dann speichern. Und danach geht es dann einfach weiter mit der Story und wir versuchen, Prinzessin Garnet zu retten. Aber zuerst einmal sind wir in einen Hinterhalt hier gelandet, was natürlich nicht fehlen darf beim abschließenden Kampf und vor allem gegen ein Viech, wo Steiners Feuerschwert legendär wirken würde. Und jetzt ist Vivi in Trance. Es ist natürlich sensationell hartes Magie auf Nymphrose. Jetzt kann Vivi halt zweimal hintereinander angreifen. Und das macht das Teil natürlich ganz schnell fix den Tod. 168 und jetzt macht er gleich nochmal. Hades Magie bei Vivi im Trance-Zustand ist halt einfach, dass seine Mütze hochgekrempelt ist. Er greift zweimal hintereinander an. Was ich top finde. Aber in dem Fall finde ich es echt schade, dass wir zwei so super Trances quasi verballert haben. Aber nun ja, das Leben ist kein Ponyhof, würde meine Lehrerin sagen. Wieso ich immer meine Lehrerin ins Spiel bringe, keine Ahnung. Die hat mir 15 Punkte im BWR gegeben, ich mag sie deswegen. Wir gehen jetzt unsere Magie und unsere Lebenspunkte heilen. Ihr werdet weinen, aber sobald wir Garnet gerettet haben, werdet ihr was ganz Lustiges sehen, weil ich weiß, wie es weitergeht. Und ich weiß auch, dass euch etwas erwarten wird, was euch wirklich, wo ihr denkt, nein, bitte nicht. Aber das gehört nun mal dazu. Schließlich schaut ihr auch Gronkh sein Terraforming die ganze Zeit an. Da könnt ihr euch das, da könnt ihr euch auch das angeben. Mhm. So, meine Kleinen. In diesem Sinne wünsche ich euch nur eine ganz schöne Zeit, einen schönen Tag natürlich auch und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 9. Chosen!